Hey Leute, ich bin's wieder, Mike, heute wieder Samstag und heute werde ich euch ein bisschen etwas über das Thema Transtrend erzählen. Gleich mal vorneweg, das Wort Transtrend finde ich etwas ungut, da es einen sehr negativen Aspekt auf das Thema Transsexualität wirft. Trend bedeutet eigentlich, dass etwas sozusagen in ist für eine bestimmte Zeitspanne. Das kann man jetzt nicht genau sagen, wie lange das dauert. Also normalerweise gibt es Sommertrends, Wintertrends, je nachdem, um was es jetzt geht, um Mode oder um Wohnungsstile, keine Ahnung. Trend ist einfach etwas, was nur eine Zeit lang andauert. Da Transsexualität ja nicht eine Phase sozusagen ist oder etwas, was nur eine Zeit lang andauert, kann man nicht sagen, dass Trans ein Trend ist oder ob Trans jetzt im Trend ist. Generell die Kombination Trans und Trend, das sind zwei grundlegende Dinge, die man nicht miteinander vereinen kann, weil es einfach nicht geht. Es widerspricht sich. Deshalb finde ich es sehr beschämend, wenn jemand sagt, dass Trans zum Trend geworden ist. Warum denken nun so viele Leute, dass Trans zum Trend geworden ist? Naja, in letzter Zeit, beziehungsweise in den letzten paar Jahren, haben sich sehr, sehr viele Leute geoutet, beziehungsweise haben sich getraut, an die Öffentlichkeit auch damit zu treten und somit auch auf der Bildfläche zu erscheinen, so dass andere Menschen das auch mitbekommen und auch alles mitverfolgen können, wie auf Facebook, Instagram und so weiter. Ich bin ja selbst ein gutes Beispiel dafür. Mein Instagram-Account geht eigentlich fast nur um dieses Thema. Ich gehe mit diesem Thema sehr offen um und ich möchte auch den Leuten zeigen, dass Trans nicht etwas ist, was man verstecken muss, sondern es ist auch keine Lebenseinstellung oder sonst etwas oder eine sexuelle Orientierung, was auch manche Leute glauben. Transsexualität ist ganz einfach gesagt das Gefühl, im falschen Geschlecht geboren zu sein. Und ich kann ja nichts dafür, dass ich so bin. Keiner kann was dafür. Man weiß nicht, was der Grund dafür ist, für diese Art der Gefühle. Beziehungsweise ich wurde als Mann geboren, im Kopf, aber halt mit dem Körper einer Frau. Und ja, ich glaube, ihr wisst alle, was Trans ist. Von dem her brauche ich das jetzt nicht näher erläutern. Auf jeden Fall, ja. Warum haben sich so viele geoutet in letzter Zeit? Ich glaube, das kommt daher, weil einfach unsere Gesellschaft immer offener mit diesem Thema umgeht, beziehungsweise es wird immer mehr toleriert, sei es jetzt auf Arbeit, Schule, generell in der Familie. Einfach die Gesellschaft ist offener für Dinge wie Transsexualität. Homosexualität zum Beispiel wird auch heutzutage mehr toleriert. Unser Weltbild ist gerade dabei, sich irgendwie grundlegend zu ändern. Es gibt nicht mehr nur die zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Es ist nicht mehr nur sozusagen normal, als Mann eine Frau zu haben oder umgekehrt. Es wird immer beliebter, seinen eigenen wirklichen inneren Wünschen zu folgen, beziehungsweise nicht der Masse zu folgen, sondern auf sein Gefühl zu hören, auf sich selbst zu hören, einfach sich selbst zu verwirklichen. Und genau das ist auch Trans ein bisschen in eine Richtung, weil ich verwirkliche mich damit selbst, weil ich ja eigentlich ein Mann bin und das auch nach außen hin sein möchte, beziehungsweise möchte ich auch als dieser wahrgenommen werden. Und deshalb mache ich das. Und unsere Gesellschaft ist Gott sei Dank jetzt teilweise nicht überall, es kommt auch darauf an. Auf jeden Fall wird es in den beispielsweise großen Städten und sehr belebten Orten jetzt nicht mehr so verpönt, würde ich jetzt sagen. Es ist zur Normalität geworden. Das hat auch bestimmte Gründe. Ich bin jetzt zum Beispiel vom Land in die Großstadt gezogen. Also ich habe wirklich am Land gewohnt. Also wirklich, da ist, nee, kompletter Unterschied. Und ich merke einfach, wie wurscht es den Leuten hier ist. Beziehungsweise man versinkt in der Anonymität und die Leute kümmern sich auch nicht darum. Die schauen dich nicht mal an, wenn du ihnen auf der Straße begegnest. Bei uns im Ort war das, jeder kannte dich und jeder wusste alles von dir. Und das war einfach schrecklich für solche Themen wie Transsexualität, weil einfach, ja, da die Großstadt viel offener ist und man auch sich Personengruppen suchen kann, beziehungsweise Freundesgruppen, die damit gut umgehen können, beziehungsweise man ist nicht an eine oder mehrere Gruppen gebunden, sondern man kann, wie gesagt, sich selbst verwirklichen, frei leben. Es tut einem gut, es beruhigt einem, man lebt viel angenehmer, ruhiger und ja, man ist einfach viel glücklicher. Das heißt jetzt nicht, dass man am Land nicht glücklich ist, nur ich glaube schon, dass ich mit der Aussage richtig liege, wenn ich sage, dass die Leute am Land noch etwas konservativerer gerichtet sind, beziehungsweise, dass sie noch nicht so offen für Neues sind, beziehungsweise für Dinge, die jetzt nicht in ihren normalen Alltag sozusagen passen. Da hat vielleicht auch die Kirche eine bestimmte Rolle darin, jedoch möchte ich jetzt nicht von dem Thema Religion anfangen, weil ja, da hat jeder seine eigene Meinung dazu.
Also, meine Meinung zu diesem Thema Trans-Trend ist, ich habe keine Meinung dazu, weil ich finde, dass Trans kein Trend ist, auch wenn die Leute es behaupten, es möge rüberkommen wie ein Trend, weil sich zurzeit viele Leute outen, aber ich sage euch was, es wird nicht aufhören, es werden immer mehr Leute sich trauen zu outen und deshalb kann man auch nicht sagen, dass es ein Trend ist, weil Trends sind irgendwann vorbei und das wird nicht vorbei sein, weil... Ja, warum denn auch? Nein, ich finde, das Wort Trend ist nicht passend zu diesem Begriff, weil es sich generell widerspricht. Um noch ein paar Worte zum Abschluss zu sagen. Lebt euer Leben, macht euer Ding, scheiß drauf, was andere von euch halten, beziehungsweise was euch Leute meinen, vorschreiben zu müssen, außer es sind eure Eltern und ihr seid unter 18. Dann müsst ihr auf eure Eltern hören. Aber trotzdem, lebt euer Leben, seid ihr selbst, okay? Geht in euch und fragt euch mal, was will ich im Leben, wer bin ich eigentlich? Und dann macht genau das, beziehungsweise macht genau das, was euch glücklich macht. Und nur um das geht es im Leben, um glücklich zu sein. Und das sollte eigentlich die Priorität für jeden im Leben sein. Und ja, ich bin am besten Weg dahin. Das war's heute von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Man sieht sich. Ciao.